Willkommen zurück zu einer neuen Folge Craftopia. So, das Eisen ist fertig. Ich habe gesehen, ich habe noch eine Kiste hier drinne. Die 6 ist das. So. Und eine Washing Machine haben wir. Die ist nämlich ganz wichtig, dass wir unsere Sachen stacken können. Das. Und das da erste Mal. Was haben wir hier schon alles drin? Da können wir das erste Mal alles wieder rausholen. Oh Gott, die kommen dort auf jeden Fall erstmal rein. Ja. Fertig? Nee. Okay, das ist noch aus der letzten Folge. Ihr kriegt's mit, ich nehme direkt im Anschluss auf, weil das Spiel mich einfach fasziniert. 1, 2, 3, 1, 2. Dann können wir die Seeds hier reinhauen. Der Eimer kann da rein. Was ist das? Attacke plus 5. So, den Bogen brauchen wir jetzt erst einmal nicht. Deswegen tauschen wir die Pfeile mit dem aus. Okay. Das dorthin. Ey, das Ding mache ich jetzt aus. Das brauchen wir sowieso nicht mehr. Außer dann später. Denn. Nehmen wir das heute in Angriff? Ja. Craft Altar of Transportation. Was war das? Oh, 1000 und 3000 Gold. So. Das brauchen wir auch erstmal alles nett. So, craft ein Altar der Transportation. Was ist das? Clay. Wo ist der Altar? Oh, können wir sogar herstellen. So. Ich weiß, dass wir immer auf dieser Plattform spawnen. Deswegen bauen wir den auch hier hin. Das sieht hier auch viel schöner aus. So. Bau. Hallo? Bauen? Hallo? Jetzt. Okay, kann man im Sneaky-Zustand nicht bauen. Warum auch immer. Muss ich nicht verstehen. Ich hätte jetzt gerne noch einen zweiten Markt. Bin ich ganz ehrlich. Und ich brauche wieder Holz. Denn ihr seht, 8 Slots und eine Markt ist sehr wenig, wenn man aus 2 Dungeons rauskommt. Deswegen holen wir uns noch schnell ein paar Bäumchen und... No, ihr wisst Bescheid. Und da ich ja jetzt eine Eisenpicke habe, fällt mir gerade auf. Wir können das nächste Erz abbauen. Das nächste Erz wäre dann... Das ist Eisen, das nehmen wir auch noch mit. Das nächste Erz wäre... Gott, welches wäre das nächste Erz? Das hier oben. Genau, Silber. Da ist noch Kupfer. Das fahren wir alles später. Da hinten ist noch was. Und ich sehe gerade, ich habe da unten kein Schwert mehr in der Hotbar. Das muss rein und das muss rein. Das kann dorthin. Entschuldigung. Bam, bam.
Noch mehr Silber hätte ich gerne. Ah, da oben ist noch was. Komme ich da so einfach hoch? Yes. Rote Pflanzen. So, und mit Silber müssten wir dann genau das abbauen können. Ich habe ja gesagt, Erze nehme ich immer alle mit. Denn, ja, besser zu viel als zu wenig, sagt man doch so schön. Und da unten ist noch eine Kiste. Und Kage. Ah, okay. Oh, Wasser. Schön. Das ist ja eine wunderbare Quest mit dem Wasser. Da ist noch Eisen, das nehmen wir auch noch mit. Babam. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das mit einem Schlag so schnell durch ist. 72 Silber. Läuft. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Achso, einen zweiten Marktplatz. Einen zweiten Marktplatz, den ich hier eigentlich gar nicht mehr benötige. Braustand, Braustand. Funotierwerkbank. Ist das eine Quest, bitte? Nein, ist es natürlich nicht. Oh, die ist ja clean. Was ist mit dem Stuhl los? Okay. Das konnte man doch früher alles in der normalen Werkbank herstellen. Ach, dann ist das auch neu mit dem Update. Was? Snow Rabbit. Snow Pinguin. Iglo. Okay. Oh, die sieht nice aus. Aber ich wäre eher für sowas hier. Lunar New Year One-Handed Lantern. Okay. Ja, da wird noch was auf uns zukommen. Waschmaschine, bist du durch? Danke. Kann man euch auch waschen? Ja, geil. Das. Ich wollte den Braustand haben. Der Heater? Brauchen wir Charcoal. 1, 2, 3, 4, 5 und nochmal 6 sind 11. Nein, ich bin wieder rausgetappt, ich Dulli. Machen wir das so hier. Ich brauche 11 Stück. Ey, ich dachte, das geht. Mist. Craften, so. Braustand. Repair Station, die brauchen wir auch noch. Die brauchen wir auch noch. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Ich sehe schon, komm, ich habe dann keine Ressourcen mehr, um den Braustand zu craften. Wusste ich's doch. Das kann man hier drinnen bauen. Braustand.
Moment. Was ist das? Machine Factory. Potion Breeding Stand. Okay, ich muss... Ich brauche Weizen. Also, was heißt Weizen? Felder, Weizen und dann Mehl draus machen. Veteran und kein Azien. Schade. Fertig. Fertig. Waschgang abgeschlossen. Nee, doch nicht. Hä? Oh, wow. Weil der kaputt ist. Oh, lol. Dann machen wir das so. Denn... Wir müssen hier definitiv erstmal alles durchwaschen. Das wird sonst nichts. Weizen, 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 Weizen. Hier. So, 6 Stück. Oh, 5 für eine Quest. Ja, gut. Was können wir denn noch machen? Oh, genau, genau, genau. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Der Repair-Stand, der schon da unten auf der 5 ist. Wie viel macht das Schwert? 120. Und ich glaube, meins macht 155 und 140. Ja gut. Dann gehen wir auf jeden Fall... Eine Heugabel macht 120 Attack Damage. Okay. Auf den Bogen, ne? Wo war der Bogen? Ich glaube, war der da hinten? Ne, der... Doch, da hinten war der. Und die Pfeile waren immer auf der 0. So, die Felder. Hammer. Hammer, Hammer geht nicht mehr. Ich brauche wieder... Scheiße. Scheiße, ich brauche Holz dafür. Und was habe ich gemacht? Ich habe meine Axt verkauft. Soll ich irgendwas dazu sagen? Lieber nicht. So, und wir haben den Wassereimer in irgendeine Kiste getan. Einmal dahin, die 6. Ha! Ich bin ein Könner des Werks. Darüber. Och, komm schon. So, 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 genau. Die Charcoal ist fertig. Haben wir. Ich brauche einfach alles. Ich brauche Stein, ich brauche Holz. Oh Mann. Und was haben wir gemacht? Wir haben alles verkauft. Das kann auch nur mir passieren. Ja. Hörst du bitte auf? Ich mache mit der Faust merkwürdigerweise mehr Schaden an einem Baum als mit einem Schwert. Apropos Schwert! Wow. Wow. Ach, das bringt auch hinten und vorne nichts. So, das müssen wir auch noch ausrüsten. Ne? Reicht das wenigstens für eine Picke? Ja, sehr schön. Und für eine Axt natürlich nicht.
Warum auch? Das, 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 das und das da. Haben wir den Topf jetzt? Nein, haben wir nicht. Weil mir Steine fehlen. Hui. Okay, bei manchen Steinen funktioniert es, bei manchen wiederum nicht. Sehr seltsam. Oder ich mach's einfach so. Und ernte einen Baum mit einer Pickaxe ab. Warum auch nicht? Different use a tough transportation to move to a different island. Okay, zu einer anderen Insel gehen. Aber ich bin hier noch nicht fertig mit Abernten. Das, das, das. Jetzt wollte ich haben den da. Hat keiner gesehen? Das hat keiner gesehen, was ich da gemacht habe. Das dorthin. Moment, mein Ohr juckt. So. Essen brauche ich noch nichts, aber wir müssen das da auf jeden Fall herstellen. Und ich sehe es gerade hier, Wasser. Dazu brauche ich 30 Eimer Wasser für ein Wasserglas? Ernsthaft? Ach du genau. Ich möchte es nicht aussprechen. Aber das ist ja ein Wucher. Holy shit. Da gehen wir noch ganz kurz hier die ganzen Erze wenigstens abfarmen, die es auf der Map gibt. Auf dieser Map. Wir fangen unten an und arbeiten uns dann nach oben, würde ich sagen. Mir dürfte es jetzt nichts mehr geben. Ne. Und schon wieder Scheiße. So, da hinten war noch was. Ich bin noch nicht mal so weit gekommen, weil hier noch ein Haufen Kupfer ist. Ja gut. Hier. Schon wieder Scheiße. Falls ihr euch fragt, es hat einen Grund, warum ich die einsammeln tue. Das werdet ihr aber alles noch erfahren. So, break 10 Stones in einer Minute. Ja, hab ich gemacht. Da unten ist noch was. Oh, Autosaving. Da, wenn Autosave kommt, dann bitte nicht wundern, dann leckt es immer ganz kurz. Ich habe da schon von 5 auf 10 Minuten hochgestellt. Aber, ja. Es kommt dann immer so unerwartet. Oh. Ich kann noch kein Titanium farmen.
Oh, schon wieder Scheiße. Scheiße, Sammler vom Dienst bin ich heute. Da hinten gab es noch Kupfer. Da oben war noch Kupfer, aber sonst kein anderes Erz mehr, außer dieses rote. Da unten ist schon wieder Kacke. Vor allem, die hat so einen grellen rosa Ton. Die sieht man einfach von ganz oben von der Map. Als ob die das so richtig mit Absicht gemacht haben, die Entwickler. Also ich sag mal so, ne, ich nehme sie mit. Ich weiß, für was es ist. Ihr werdet das später alles noch mitbekommen, für was die ist. Und ja, nennt mich in dem Spiel Craftopia Scheiße Sammler und Kupfersammler. Nee, streich das bitte. Auch wenn ich hier gerade die ganze Zeit Kacke sammel. Aber die scheißen auch was zurecht, die Viecher. Holy shit. Okay, dann ab zurück zur Base. Und noch mehr Kacke. Warum hier oben? Und das gleich zweimal. Warum? So, Waschmaschine fertig. Yo. Das und das. Dann wasch mal die Kacke. Dann hauen wir hier noch schnell die Erze rein. Und in der nächsten Folge gehen wir in eine neue Stage, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Ich antworte auf jeden Kommentar, wenn er sinnvoll ist. Wenn ihr Lust habt, mitzuspielen, das Spiel besitzt und euch an Regeln haltet, mit mir zusammen spielen wollt, dann kommt auf meinen Discord, fragt nach und dann werdet ihr sehen, ob ich euch mitspielen lasse oder nicht. Und ansonsten bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.